質も体格差も関係ねえ。牙の鋭い方が勝つ。それがキリングバイツだ。Was geht, Freunde der Updates? Willkommen zurück in meinem Kanal zu Dragon Ball Legends. Und heute hat das Management-Team eine Nachricht gedroppt. Und zwar, dass wir tatsächlich Änderungen im PvP bekommen, im Kampfsystem. Wie sehr habe ich diesen Tag herbeigesehnt? Jetzt ist er endlich da. Und zwar wird durch die schnelle Bewegung, könnt ihr euch dem Gegner in Sekundenschnelle nähern, indem ihr aus der Ferne nach vorne wischt. Das ist ein cooler Skill. Indem ihr während einer schnellen Bewegung den Bildschirm antippt. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr damit meint. Könnt ihr einen Schnellangriff ausführen, wodurch ihr mehr Schaden erteilt als durch einen normalen Tippangriff. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Gerade, ich sag mal so, der Last Move, ihr habt nicht mehr viel Leben über beim Gegner oder euer finaler Angriff hat mal wieder, so wie bei mir, manchmal irgendwie einfach nur so 20.000 übergelassen. Aber wie lange kannst du mit nur einem verbliebenen HP noch kämpfen? Und ihr müsst ihn nochmal killen, normaler Tippangriff reicht dann immer noch nicht. Bin ich mal gespannt, ob das was bringt, weil ich meine, wir hatten ja beim Tippangriff auch einen Nerf, dass der nicht mehr so viel Schaden macht, deswegen weiß ich nicht. Muss man halt abwägen. Und das wird so eine Erneuerung sein. Das soll gegen passives Kämpfen halt eine Maßnahme sein. Ob das jetzt wirklich funktioniert, weiß ich noch nicht. Was mich so ein bisschen dabei stört, ist, hier steht nämlich auch, dass sie das schon lange einfügen wollten oder dass das schon lange geplant war. Aber warum dann erst jetzt? Weil erst bringt ihr den Mastered Ultra Instinkt raus und dann erst die Maßnahme, wo ihr kein Geld mehr damit machen könnt. Weiß ich nicht, Digga. Ihr Klappspaten. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal froh, dass das gemacht wird. Ich würde mir natürlich noch einige Anpassungen wünschen, wie zum Beispiel nur ein Senkai pro Farbe möglich. Das würde schon mal überkrasses Buffen eines Charakteres verhindern. Oder vielleicht so eine Art Schild, dass man halt irgendwie, was weiß ich, wenn man einen Charakter reinschmeißt und drückt dabei Schild, dass er quasi erstmal blockt. Und wenn der Gegner vielleicht auch nicht mehr ganz so viele Karten über hat, dass er dann insgesamt einfach weniger Schaden macht. Dass aber auch der Schild bei mehreren Angriffen hintereinander brechen kann und er wieder ganz normal Schaden kriegt. Irgendwie sowas einfach, um den erhöhten Schaden, erhöhten Speed entgegenzuwirken. Auch haben die irgendwie was mit der Sprachwiedergabe geändert. Übrigens ist der Effekt von Tenshin Han jetzt auch wohl drin. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob der jetzt wirklich genau jetzt drin ist oder ob der jetzt mit dem nächsten Mittwoch-Update kommt. Aber auch das wird auf jeden Fall demnächst der Fall sein. Also haben sie uns da nicht geschäftet. Und was ich auch ganz nice finde, wenn ihr in der Benutzeroberfläche, in der Tauschbörse oder sonst was, halt jetzt nach einer Ausrüstung, wenn ihr nach Ausrüstung sucht, zum Beispiel auf Erhalt und dann seht ihr die Ausrüstung, könnt ihr jetzt direkt von der Tauschbörse aus tauschen. Das heißt, ihr braucht nicht mehr so wie früher Erhalt, dann werdet ihr in die Tauschbörse geleitet, müsst dann einmal da drauf gehen, geht dann wieder zurück, sondern ihr könnt das direkt im selben Bildschirm machen. Finde ich auch eine praktische Sache. Was ich mir halt nur noch wünschen würde, wäre irgendwie die Möglichkeit, sofort zu sehen, okay, welche Ausrüstung habe ich, und wenn da halt zum Beispiel keine mit C bei ist oder so, die direkt wieder löschen zu können im selben Fenster, weil so muss ich ja immer wieder zurück, Ausrüstung verkaufen, wieder zurück, tauschen und so weiter. Ich hoffe, das wird auch mal irgendwann behoben werden. Hier steht das nochmal mit Tenshin Han und dass irgendein Fehler bei C1718 war. Weiß ich nicht genau. Und außerdem soll demnächst nochmal ein Revealed in Stuffs kommen. Hier steht noch nicht genau wann. Weitere neue Plan, zusätzliche Informationen, Revealed in Stuff. Wir werden den Termin für die nächste Übertragung bis Mitte August bekannt geben. Also Mitte August heißt, wenn die das bis dahin bekannt geben, schätze ich mal, dass das so nächste Woche bekannt gegeben wird und wir den nächsten LF dann entweder in der Woche darauf oder, ja, also ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo so 15. rum bekannt gegeben wird und dass Reveals and Stuff dann so am 25. kommt, weil da kam nämlich letzte Mal die neue Battle-Version beziehungsweise das neue Update, also wird es wahrscheinlich diesmal am 24. grob rum sein.
Da können wir dann mit dem neuen LF rechnen. Das ist auch ganz praktisch, weil dann sind die 3 Wochen PvP-Season rum. Weil wir haben ja jetzt quasi diese Woche, oder beziehungsweise den nächsten Mittwoch ist ja 1 Woche rum. Nächste Woche und dann übernächste Woche wäre dann die Season rum. Das heißt, wir haben auch alle Zeitkristalle bis dahin ausgeschöpft. Turnier der Kraft, dann hier PvP und so weiter. Deswegen sind wir da schon mal darauf vorbereitet. Ist auch ganz nice. Außerdem wurde eine Sache geändert. Die Ausrüstungsverstärkung betrifft, denn die benötigte Anzahl an Zeitkristallen für eine erneute Verstärkung für Ausrüstung wurde teilweise gesenkt. Bei Platin habe ich mir sagen lassen, habe ich jetzt noch nicht getestet, ist es nicht der Fall, aber dann wahrscheinlich bei Erwachte und Gold. Ich würde mir halt immer noch wünschen, dass die insgesamt nicht nur die Zeitkristalle senken würden, auch bei der ersten schon, sondern auch die Ausrüstungsmedaillen, weil 50 bis 100 Ausrüstungsmedaillen sind echt viel, wenn man bedenkt, ich gehe mal stark davon aus, sie wollen PvP-Loose-Farmen ja nicht haben, weil ihr könnt ja im Freundschaftskampf immer wieder verlieren und kriegt immer wieder 5 Ausrüstungsmedaillen. Wenn ihr das natürlich 100 Mal macht, habt ihr 500 Ausrüstungsmedaillen. Wenn die das halt nicht provozieren wollen, dann sollten die das einfach mal senken, weil es ist einfach nur scheiße. So, das ist halt, wenn ihr das mit normalen Umständen macht, weil Radierer und Ausrüstungsmedaillen, 50 Radierer plus irgendwie noch 50 bis 100 Ausrüstungsmedaillen, ist schon verdammt viel. Was meint ihr dazu? Wird das was im PvP ändern? Meint ihr, ihr kommt klar damit? Ich weiß noch nicht, ob ich damit klarkommen werde. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Seid heute Abend live dabei bei Naruto Ninja Storm. Wir werden, denke ich mal, den ersten Teil vielleicht heute schon, vielleicht morgen schon abschließen. Ich denke mal, so lange werden wir nicht mehr für den Teil brauchen. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao. Hat Spaß gemacht mit dir, auch wenn unsere Zeit ziemlich kurz war. Denn jeder, der es wagt, den Frieden zu zerstören, wird von hier fortgejagt, kriegt deine Kraft zu spüren. In dir brennt ein Feuer, die Power der Dragon Ball.